Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Leute. Es geht wieder los, das nächste Rennen steht vor der Tür und ich bin auch schon in Italien. Ich habe mir gedacht, ich lasse heute dieses ganze Flughafen, Gelaber und Reisen mal weg, sondern wir fangen direkt hier an in Italien. Wir sind in Pipolo, heißt es, in einem kleinen schönen Städtchen, wie man sehen kann hier draußen. Ein nicht ganz so attraktiver Fluss und sommerliche 32 Grad. Ich habe mich gerade zum Akklimatisieren schon mal in ein örtliches Café gesetzt, einen guten Chapo getrunken und ein Gelato gegessen, damit man hier erstmal super gut reinschaltet in Italien. Zweite Runde von der italienischen Hardenduro-Meisterschaft. Ich bin mega excited. Diesmal ziemlich weit unten. Ich mache euch mal ein Bild von der Karte rein, wo wir sind. Hier. Und ich dachte mir, heute zeige ich euch einfach mal, mit was ich so am Rumreisen bin. Was ich jetzt mache am Tag vorm Rennen. Wir haben heute Freitag, morgen ist auch noch nichts, wir haben das Rennen nur am Sonntag, ist ein Eintagesformat, was mir aber eigentlich taugt, also finde ich eigentlich ganz cool. Bisschen wenig fahren, aber an sich ist es chillig, weil man hat dann halt alle Action an einem Tag konzentriert und kann die anderen restlichen Tage ein bisschen chillen, ein bisschen mit den Leuten rumhängen und so. Und ja, gibt schlechtere Plätze zum Rumhängen als Italien. Wie gesagt, ich möchte euch heute einfach mal zeigen, mit was ich rumreise, was in meinen Koffern ist. Und ich war auch gerade schon einkaufen, nämlich wenn man jetzt zum Beispiel fliegt, man kann ja keine Flüssigkeiten und nicht so richtig Nahrung, kann man schon, aber ich mach's nicht, ich will nicht mit so viel Gepäck rumreisen oder nicht mit so viel Gewicht rumreisen, weil sonst kostet es nämlich immer extra Geld. Deswegen war ich jetzt hier gerade im örtlichen Supermarkt und ich möchte euch zeigen, was ich immer hole, weil je nach Land, also Italien geht ja noch voll, aber wenn man jetzt zum Beispiel in Rumänien ist oder so, kann es teilweise echt schwierig sein, was Gescheites zu essen zu bekommen. Deswegen habe ich da so eine absolute Safe-Variante, mit der man eigentlich nicht so viel falsch machen kann. Und dazu kommen wir jetzt. So, als allererstes gutes Stück, was natürlich mitkommt, ist mein geliebter Weberhelm. Man kennt ihn, der gute Shoei-Helm. Der ist natürlich immer mit dabei. Dann habe ich hier meine große Tasche. Da ist alles drin und heute sogar, wie man hier sieht, vielleicht mein Fahrwerk, oder da mache ich euch gleich mal ein Bild rein, wie ich das da reinbekommen habe, weil das ist nämlich von der Länge sonst zu lang. Aber wie gesagt, in die Tasche bekomme ich alles rein. Dann habe ich hier noch meinen normalen Rucksack. Ihr seht schon, hier ist ein bisschen Kabelsalat und Brustgurt und alles mögliche. Das muss ich gleich mal ordnen. Und dann haben wir hier einfach nur meinen Laptop, meine eine Tasche mit Kameras, Insta360, GoPro und so weiter. Und hier Speicherkarten, Ladegeräte etc. Das ganze Kamera-Equipment ist eigentlich nur für euch dabei. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen. Wie gesagt, geht viel Arbeit rein. Wir haben jetzt 16.40 Uhr. Ich werde jetzt auf jeden Fall den ganzen Tag in diesem kleinen, aber feinen Hotelzimmer verbringen und für euch ein Video schneiden, das dann hoffentlich die Tage online gehen kann. Kommen wir zum Nahrungsaspekt. So, fangen wir hier an. Das ist mein Lunch für jetzt. Ein gutes Focaccia. Und hier haben wir noch ein, zwei Stücke Pizza. Gab es hier im Supermarkt, ist eigentlich ganz nett. Dann habe ich hier eine Variation an Nüssen. Das ist eher so was Kleines, Pikantes als Snack. Dann habe ich hier ein paar Pistazien. Mega geil, ich stehe gerade total auf Pistazien. Der Italien-Gelato-Hype hat mich da ein bisschen zu verfrachtet. Auf jeden Fall Bananen, ganz wichtig. Das hier wollen wir mal nicht beachten. Das ist eher so ein Snack fürs Schneiden. Und dann mein Frühstück. Habe ich hier so ein Super-Müsli-Ding geholt, aber eher so als Notlösung, weil die nicht so richtig irgendwas mit Haferflocken hatten. Deswegen habe ich mir hier noch Haferflocken dazu geholt. Und dann kommt da Bananenstückchen rein, ein bisschen Blaubeeren, ein bisschen Himbeeren und ganz wichtig, Hafermilch. Weil ich hasse, glaube ich, nichts mehr als normale Milch. Also ich kann das nicht mehr trinken, ich bekomme mega Magenkrämpfe und so weiter. Ich vertrage es einfach gar nicht mehr gut. Ich bin nicht laktoseintolerant, also ich kann Joghurt und sowas essen. Aber einfach generell Milchprodukte sind jetzt nicht so mein Favorite. Und mit Hafermilch, ja, ist einfach lässig, schmeckt gut, schmeckt normal, nichts Besonderes, auch keine gesüßte oder sowas. Deswegen, ja, ist das eigentlich so mein Go-To-Snack. Das mache ich mir dann morgens immer ins Frühstück. Meistens hat man ja auch keine Schüssel. Dann mache ich es immer so, dass ich eine Nacht ins Hotel, oder einen Morgen im Hotel ins Frühstück gehe, mir ein Schüsselchen klaue, es mit aufs Zimmer nehme und dann da halt jeden Morgen einfach da frühstücke. Kaffee kann man sich immer irgendwo unterwegs ziehen, hier gerade in Italien ist es super einfach. Und genau, das wäre es erstmal von meinem Frühstück und so weiter. Ich setze mich jetzt an den Rechner und bin ein paar Stunden am Schnippeln und wir sehen uns in der Zukunft wieder. Viel Spaß! So, wir sind hier, wir haben es geschafft. Zelt Village quasi steht schon hinter uns. Wir sind hier auf so einem mega verbuckelten Platz, irgendwo in den Bergen. Aber ganz geil. Klassisch, großes Zelt-Setup wieder. Wie ihr seht, ich habe schon Trinkrucksack auf.
Luca ist am Start und wir gehen Strecke ablaufen. Ich mache einen Instagram-Livestream, also falls ihr den jetzt dieses Mal verpasst habt, weil logischerweise das Video jetzt später kommt, müsst ihr nächstes Mal, oder müsst ihr mir alle auf Instagram folgen, weil dann verpasst ihr den nämlich nächstes Mal nicht. Weil immer Strecke ablaufen ist auch irgendwann langweilig, oder? Full Vlogging Mode now, eh? Full Vlogging Mode. Ey, wir sind gerade einfach ans Meer gefahren noch, weil es war so heiß und wir hatten nichts mehr zu tun. Und ja, jetzt sind wir hier irgendwo mitten in so einer Strandpromenade und wir gehen jetzt gemütlich Abendessen. Die Jungs hinten sind alle am Start. Ist echt mega lässig hier. Im Meer war saukalt. Und wir sehen uns morgen am Race Day, würde ich sagen. Wir lassen den Abend gemütlich ausklingen. Bis nachher. Hallo. Guten Morgen am zweiten Tag, hier am Sonntag in... wo immer wir sind, in Italien. Ich habe hier gerade mein kleines Quartier aufgebaut. Ich habe hier immer so einen kleinen Anhänger, beziehungsweise den Anhänger vom Team, den ich so ein bisschen nutzen kann, um meinen Kram reinzumachen. Ich kann euch gerade noch mal kurz die Bikes zeigen. Bikes sehen auch mega, mega geil aus. Hier Zeltsetup ist eh immer mega gut. So. Hier, also das ist gar nicht meine Karre. Das auch nicht. Hier ist meine Schüssel. Sieht mega nice aus. Was ein bisschen Unterschied ist, was vielleicht ganz interessant sein könnte für euch, wir fahren tatsächlich jetzt gerade einen harten Metzler, oder also Medium, also das ist aber halt ein richtig harter Reifen, wie man das sieht. Das ist ein richtig harter Reifen und auch ein relativ straffes Mousse, sieht man das? Man kann es schon ein bisschen bewegen, aber nicht zu arg, weil die Strecke hier ist wahnsinnig steinig und ja, relativ wenig technisch. Es gibt eine Stelle bergauf, die sehr technisch wird, aber die Steine da sind trotzdem sehr, sehr griffig und der Rest ist einfach nur schnelle, steinige Trails. Deswegen haben wir uns für einen harten Reifen entschieden. Ich werde jetzt noch ein bisschen rumlabern mit den anderen und dann werde ich mich anziehen und dann geht's schon los. Ihr kommt dann auf die GoPro. Viel Spaß! So, vollends angezogen. Hier in meinem kleinen Hängerlein drin. Start ist ein bisschen verschoben, irgendein Problem ganz auf der Strecke. Es ist jetzt schon unfassbar heiß. Also hier drinnen geht es noch einigermaßen, aber das wird nachher echt heftig. Wir haben jetzt noch nicht mal 9 Uhr und es hat locker 35 Grad schon. Also wird heavy. Alter Verwalter! Ey, ich weiß nicht, wie viel ihr im GoPro-Video gesehen habt. Ich habe die GoPro war zu weit nach unten eingestellt, das tut mir sehr leid, das war mein Fehler. Ich schneide auch nicht viel davon rein, aber ey, man hat nichts gesehen und es war so sketchy mit den ganzen Leuten. Ich habe fast ein Kind über den Haufen gefahren, weil die da einfach drin rumrennen. Boah, ey, richtig hart. Tag ist geschafft. Wie ihr vielleicht gesehen habt im Video, ich denke mal, ich werde das ein oder andere Highlight reinschneiden. Where are you going to? Stop.
gonna go check the scenery out. It's so beautiful here. You have an appointment with a green cabin. Er muss aggressiv scheißen. Gut. Nicht so mein Tag, muss ich sagen. Es war wirklich unfassbar heiß. 40 Grad haben mir echt zu schaffen gemacht. Aber ich habe es durchgezogen. Die Strecke hatte nicht viel mit einem Hard Enduro zu tun, meiner Meinung nach. Es war mehr so ein Cross Country mit einem steilen Hang. Aber ja, es ist wie es ist. Fahren muss man trotzdem können. Und das konnte ich heute definitiv nicht so gut. Heißt, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt und jedes Mal, wenn ich versucht habe, ein bisschen Druck zu machen auf der Strecke, war es halt direkt kurz vor Sterbi. Ich weiß nicht mal, ob das im Video rüberkommt, aber wenn man auf so schmalen, steinigen Wegen übel schnell fährt und man kriegt irgendwo einen Schlag und man sieht einfach nebendran den Abgrund, das kommt halt im Video gar nicht raus, wie steil das da eigentlich wirklich ist. Und da war es dann halt echt so, dass ich dann einfach ein bisschen Speed rausgenommen habe, weil wenn ich mich nicht so gut fühle, dann lasse ich lieber ein bisschen Piano angehen und fahre die ganze Saison dafür heile durch. Ich habe keinen Bock, mich zu verletzen. Das ist wirklich das Allerletzte, was ich will. Und ja, deswegen, ich weiß gar nicht, wie viel ich geworden bin. Ich denke, entweder 6. oder 7. Travis hatte leider auch ein bisschen Pech mit seiner Bremse. Der hat, glaube ich, die Bremse verloren. Der hatte über 5,5 Minuten Vorsprung und ist dann leider nur noch 3. geworden. Nicht so der optimalste Tag fürs Team, aber ja, bei den Bedingungen am Leben zu sein und heile wieder nach Hause zu gehen, ist das Beste. Wir düsen jetzt zusammen nach Pescara noch, machen uns einen gemütlichen Abend und von dort fliege ich morgen wieder nach Hause. Und für mich geht es dann auch gleich weiter nach Bosnien mit der Vivi, zu der Vivi ihrem ersten Hard Enduro-Rennen. Und auf Bosnien habe ich mega Bock, Enduro Phoenix, wird richtig geil. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, ich hoffe, euch taugen die Videos. Ich hau da viel Arbeit rein und würde mich einfach freuen, wenn ihr das ein bisschen supportet, liked das Video und so weiter. Ich wünsche euch was, habt einen geilen Abend. Checkt euch nochmal die Aussicht hier. Ist schon echt ein lässiger Platz hier. 20 Grad weniger, hätten zwar auch nicht geschadet, aber schön ein bisschen was von Italien zu sehen. War hier noch nicht so viel in dem Land und in diesem Sinne, Tschüssinger. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars. I left the pages in my schedule, but they're falling.